This is Nine News. Breaking News am Freitag in den australischen Nachrichten. Die Meldung: Das Land entzieht Tennisstar Novak Djokovic das Visum ein weiteres Mal. Einwanderungsminister Alex Hawke persönlich nutzte dazu sein ministerielles Recht, die Einreiseerlaubnis für den ungeimpften Djokovic erneut für ungültig zu erklären. Laut dem Minister sei dies im öffentlichen Interesse. Premierminister Scott Morrison verteidigte die Entscheidung. Ein weiteres Mal bezogen auch Medienvertreter vor dem Büro von Djokovics australischen Anwälten Stellung. Bis zu einem Gespräch mit Einwanderungsbeamten darf der Serbe zunächst auf freiem Fuß bleiben. Zuvor am Freitag übte ein entspannt wirkender Djokovic auf einem leeren Platz im Melbourne Park seine Aufschläge und Returns. Die Kontroverse hat eine Bedeutung erlangt, die über den Tennissport hinausgeht. Sie hat die weltweite Debatte über Rechte von Ungeimpften verschärft und ist zu einem heiklen politischen Thema für Premierminister Morrison geworden, der sich auf die im Mai anstehenden Wahlen vorbereitet. Inwiefern Djokovic gegen die Entscheidung Einspruch einlegen kann, stand zunächst nicht fest. Mit einer solchen Sonderfallentscheidung des Einwanderungsministers einhergehen würde auch eine dreijährige Einreisesperre für Djokovic.